schon richtig gern irgendwie dann daheim mitgeholfen, wenn es dann irgendwie was im Garten gab oder wenn man daheim renoviert hat oder so. Und da hat man halt schon ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, wenn man was mit den Händen erschafft und dass das halt einfach irgendwie was Besonderes ist, wenn man dann nachher sagen kann, es war nur so ein Bretterstapel, jetzt ist es ein Vogelhäuschen mit einem Blechdach. Ich habe das mir aufgezeichnet und zusammengebaut. Das Schöne finde ich an meinem Beruf auch, dass man dann da diese bisschen filigranere Seite mit dran hat und auf der anderen Seite halt aber auch mal so richtig die Sau rauslassen darf, wenn ich das hier so sagen darf. Ja. So ganz typische Arbeiten in meinem Beruf sind eigentlich Fassaden aus Metall zu fertigen, das Eindecken von Dächern, Dachrinnen, Regenrohre. Ich habe einfach immer Spaß dran, mit Blech zu arbeiten, weil es sich so schön formen lässt. Wenn man zum Beispiel so eine alte Kirche anschaut, die ist ja dann schon hunderte von Jahren alt. Wenn man dann an so ein altes Gebäude zum Beispiel dranfassen darf und reparieren darf, das macht einen dann einfach auch richtig stolz, dass man da so ein bisschen was zur Kultur ja mit beiträgt. Ich habe mir dann mit 23 schon ein Haus gekauft. Es ist einfach so gewesen, dass ich das gesehen habe und total verliebt in dieses Dach war. Viel Arbeit, aber auch eines meiner coolsten Hobbys bisher, würde ich sagen. Ich war früher wahnsinnig schüchtern und mein Beruf hat mich da echt richtig rausgefordert und mutig gemacht. Und umso mehr man kann, umso mehr glaubt man natürlich auch an sich. Und du kannst es als Frau auch alles packen und lässt dir da ja nichts anderes einreden. Ich bin die Luisa Buck und ich bin gelernte Klempner-Spenglerin. Bei uns hier im Schwäbischen, da sagt man dann Bauflaschner dazu.